Abgereiste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Leider Gottes ist es wieder passiert. Ihr hört's, es ist sehr leise. Das Relais hängt. Geht jetzt ein paar Minuten und dann hängt's wieder. Ja, ich werde versuchen, den Ladedurchgang noch zu machen. Ja, dann ist er leider raus. Kann ich bei jedem Durchgang zwei Relais opfern. Das wird nur ein bisschen zu viel Verbrauch. Funktionieren tut er ja. Wir machen noch den Entladetest. Und mal gucken. Da müssten wir eine andere Lösung finden. Relais, das hält nicht lange. Der Relais-Remf ist ja leider ausgeschieden. Und ich habe mal mit Mike Tech gequatscht und Mike Tech, wie befohlen, gehen wir jetzt mal auf über 17 Volt soll ich machen. Ja, ich werde, denke ich mal, auf 2 Ampere begrenzen oder so, mal sehen. So, wir haben jetzt 12,8 Milliohm. Entladen. Da können wir jetzt ja spaßeshalber auch mal gucken. Die Nummer 4. Hier war 14 Milliohm. Hier hatte ich nicht gemessen. Hier hatten wir 11. Naja. Ich starte das jetzt mal ein, klemme mal alles an und dann, aber leider spannend ist nur bei 12,2. Naja. Aber 37%. Na, mal gucken. Vielleicht. Mit den 17 Volt geht es vielleicht noch mal besser. Irgendwie regelt es immer wieder runter. Muss erst mal das Plotty einbauen. Na egal, klammern wir mal an, mal gucken, was passiert. Ich denke mal, wir müssen die Ampere noch ein bisschen hochdrehen. Ja, ich habe auf 800, das war noch von dem Relais. Ja, machen wir 1,9 Ampere. Kühlung vergessen. Zack, Kühlung noch schnell ein. Läuft. Gut, Lampen leuchten aber trotzdem nicht. Also wahrscheinlich sind die jetzt durch die LEDs. Lassen wir es jetzt mal bei 2. Ich würde vielleicht so auf 1,8. Ja, 1,8, 1,9. Gut, dann mal gucken, wie es aussieht nach dieser Regeneration. Übrigens, das erste Problem konnte ich noch nicht lösen. Ich habe meine Software runtergeladen. Achso, ich darf auch nichts angreifen. Entschuldigung. Das Softwareproblem habe ich auch gelöst. Ich habe mir die runtergeladen und so. Geht trotzdem nicht. Keine Ahnung, bin zu blöd. Ja. Leider ist der RMF derseits ausgefallen. Zum Glück habt ihr im Teil 3, glaube ich, da sind die Ostsee-Bilder von den zwei live mit drin. Ich mache jetzt das in den nachfolgenden dann einfach live mit, weil, ja, funktioniert irgendwie nicht, bin zu dumm. Gut, bis später. So, die Nummer 5, die Ladung hatte ich ja abgebrochen von der Nummer 5 wegen, ja, der Relais-Remf ist kaputt gegangen. Ich lade die Batterie jetzt einfach mal mit dem nochmal voll, dass ich einfach einen richtigen Wert habe, ne, dass einfach vollgeladen ist. Gut, nur dass ihr Bescheid wisst, ne, dann kommt gleich Entladetest. Ja, hat gerade abgeschalten und wir sind bei nur 163. Ha. Komisch, also laut, also ich denke mal, das war dann wieder das C-Tech-Ladegerät oder so. Aber wie gesagt, jetzt hier jedes Mal das Relais wechseln, ich weiß nicht. Keine Ahnung, vielleicht machst du noch einmal, vielleicht nochmal probieren, ein bisschen umzulöten oder so. Also ich denke, der Test, ja, keine Ahnung, 163 haben wir trotzdem, also Relais-Remf funktioniert auf jeden Fall mit einem Durchgang, hat er das Beste gemacht, dann leider, wie gesagt, das Relais abgeraucht und ja, ich muss mir das mal noch überlegen. Das ist natürlich jetzt ein schlechtes Ergebnis, ne? Schade, naja, also ich vermute, dass wenn wir hier eine Lösung finden würden, wie wir so ein Relais ewig halt benutzen können, ohne dass sich das EGA festbrennt, dann ist das auf jeden Fall eine geniale Sache. Auf jeden Fall top Ding, funktioniert, ne? Besser wie ein C-Tech-Ladegerät für 80 Euro, also von daher, Props geht raus. Jetzt haben wir das nächste. Guckt mal, was der Remf macht von MikeTech. Irgendwie schwankt der jetzt übel.
Keine Ahnung, ich habe den halt auf 17 Volt gedreht. Aber durch die Strombegrenzung, wenn ich jetzt noch höher gehe, das schwankt dann um 0,5 Ampere. Und ach, keine Ahnung, das ist irgendwie total komisch. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal so und lade die jetzt mal so mit den 1,5 Ampere ungefähr voll. Und ja, ich würde sagen, den packe ich erstmal an die Seite. Ich habe ja noch ein paar Batterien. Und ich mache dann Entladetest morgen von dem Ladedurchgang. Und dann nehmen wir am nächsten Re-EMF mit ins Rennen. Da kann ich die nächsten schon mal durchmachen. Und dann würde ich sagen, können alle Zuschauer oder auch der Abbauer ja, Bescheid sagen, was wir jetzt machen. Machen wir noch, soll ich noch einmal das Relais wechseln? Und dass wir noch einen Durchgang wenigstens mal machen können, vielleicht mit einer anderen Batterie oder vielleicht hier mit der 7, wo das C-Deck-Ladegerät nichts gebracht hat. Dass wir da vielleicht, wissen, dass wir das noch einmal sehen, das würde ich schon gut finden. Aber ich richte mich dann an euch, wie ihr das haben wollt, ne? Ich habe mit MikeTech Renf die Nummer 4 nochmal bearbeitet und bin dann mit der Spannung ein bisschen hochgegangen, habe nochmal länger dran gelassen und die Batterie über Nacht ruhen lassen. 7,63 Milliohm. Also jetzt scheint es auch loszugehen, dass die Milliohm besser werden. Theoretisch müssten wir ja dann auch mehr rausholen. Wir hatten ja 230 Wattstunden von beginnend 44. Also, ja, geht vorwärts, sagen wir mal. Ja, ich bin gespannt, wie die Entladung abläuft. Wenn wir wieder mehr haben, muss ich noch weitermachen. Ich würde mal sagen, ich mache so lange, bis eben nichts mehr geht, sagen wir mal. Ne? Könnte noch ein Stückchen dauern. Entladetest von Nummer 4 läuft. Wir sind bei 11,8 Volt und 148 Wattstunden. Ich bin mal gespannt, ob der Durchgang jetzt noch was bringt. Wir waren ja bei 230 das letzte Mal. Und haben aber hier noch deutliche Milliohm-Verbesserung noch einmal. Ich denke mal, ich muss den echt mal die Sporen geben. Vielleicht kriegt man da noch ein bisschen mehr raus. MikeTech sagt es über. Und zwar, ich habe den nächsten Kandidaten, den Günther Remfsein, ins Rennen genommen. Und zwar auf die Nummer 7, wo unser das C-Tech-Ladegerät so kläglich gescheitert ist, die Batterie sogar schlechter gemacht hat. Habe ich mir jetzt gedacht, komm, jetzt nehmen wir den nächsten Kandidaten, weil ja Relais-Renf. Mal gucken, ich werde, glaube ich, doch einmal reparieren. ja, ich habe den jetzt gelaufen, wie ihr seht. Hört vielleicht. Hört nicht viel, oder? Also so ein bisschen. Ich habe ihn auf 1 Ampere erstmal begrenzt, um zu gucken, ob er warm wird. Aber. Ich würde sagen, das sieht erstmal gut aus. Ich habe jetzt schon ein paar Minuten laufen, weil ich mal gucken wollte, wie warm er wird. Ja, dann würde ich sagen, ich kann den sogar volle Ampere geben. Ich tue aber trotzdem mal so kurz über, was ist das, so bei 1,5 Ampere begrenzt. Also der hat jetzt vollen Saft mit knapp 16 Volt, puh. Ich würde sagen, komm, wir messen jetzt mal schnell die Spannung. Das interessiert mich schon. Ey, und wegen den Oszi-Bildern, Jungs, das ist so eine Sache. Ich habe das noch nie hingekriegt. Ich kann die Bilder speichern und so, aber irgendwie ist es dann eine Wave-Datei auf dem Computer. Ich habe nur das Programm runter jetzt geladen und ich krieg's nicht hin, Jungs. Ich bin zu blöd, das ist unfassbar. Jetzt muss ich mal gucken, dass man das irgendwie. So, jetzt haben wir hier 13,6 mit 1 Ampere. Vielleicht muss ich mit der Spannung noch ein bisschen hoch. Also bei 13,6 1 Ampere. Naja, ich fummel da mal noch ein bisschen rum. Wo ich ihn gestartet habe, ging er auf 1,8 und so. Ich habe ihn dann ein bisschen begrenzt, wie gesagt, um mal zu gucken, dass er warm wird. Aber jetzt ist er so wenig. Komm, wir drehen mal ein bisschen hoch. Und bei 1,3 Ampere und 14 Volt. Ja, auf jeden Fall, das dauert noch ein bisschen. Der muss noch ein bisschen laden. Ich lasse ihn mal noch ein bisschen rödeln. Licht spendiert mir ja, wie gesagt, die Nummer 4. Gucken wir nochmal, sind wir genau bei 150. Bei 11,8. Nur, das ist schon 3 Stunden knapp. Nicht ganz. Wo hier die Glühbirne leuchtet.
Und hier oben die Lampe, ne? Wo wir vorher am Anfang, also nochmal zur Erinnerung, die Nummer 4, hatten wir hier ganz am Anfang vom Start. Die sind ja alle vom C-Tech schon mal geladen worden. Ne? 44 Wattstunden hatten wir. Und ja, das letzte Mal 230, jetzt haben wir schon 150. Sieht gut aus. Ne? Ja, und der ist halt sehr entspannend fürs Gehör. Der ist halt nicht so laut. Ne? Ja gut, ich lasse jetzt mal los und schauen wir. Komm, ein bisschen geht noch. Hm? Ey, der war glaube ich schon 19 Volt gebaut, oder? Ich lasse ihn jetzt mal auf 1,5 Ampere. Er fällt ziemlich schnell runter. Gut, die Batterie ist so platt. Ich lasse ihn jetzt mal so, vielleicht bricht er auch noch ein und ja, sehen wir uns dann später. Ich habe mal ein wenig gebastelt, ich könnte es doch nicht lassen. Ich habe noch mal das Relais gewechselt und noch mal ein paar Kondis drüber geknallt. Mit der Empfehlung von Johannes 241er oder 240er, ich weiß nicht mehr, ich habe 41er genommen. Interessant war, dass das Relais, das ist auf jeden Fall, also ich weiß auch nicht, ist irgendwie komisch. Als wenn innen hier auch was kaputt ist, also irgendwie ist es komplett kaputt, das Relais. Hm. Dann habe ich noch eins, was Johannes ja geschickt hatte, da ist eh ein Kontakt funktioniert nicht, hatte ich schon eingelötet, ging nicht, aber jetzt, ich tippe noch mal kurz an. Oh, ihr hört's, oh, es wandert sogar, guck mal. Naja, Freude macht es mir nicht, aber das Ding hat echt gut funktioniert und ich will wenigstens, dass ich eh eine Batterie damit schaffe. Ne? Ich vermute mal, man bräuchte auch ein größeres Relais. Der Test, um das noch ein bisschen schonender zu machen, habe ich noch ein paar Kondis drüber. Also über jeden Kontakt ein Kondi, der den Funke wegnimmt und ich bleibe definitiv unter 1 Ampere. Ne? Also wo ich es so, am Anfang lief es ja, ne? Ich probiere einfach mal ein halbes Ampere, um zu prüfen, ob es jetzt die Ampere sind oder die Schaltzyklen. Kann natürlich auch sein. Ne? Na gut, er läuft auf jeden Fall wieder. Uha. Wechselrichter abgeschalten. Ich mache mal aus. Oh, wir sind nur bei 210 Wattstunden. Das ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich. Naja, nützt ja nichts. Ne? Also wir hatten vorher, ich schreibe es jetzt gleich mal mit euch ein, 215. Ah ne, Quatsch, was mache ich denn hier? 215, wir hatten ja 230. Obwohl die Milliohm wieder besser geworden sind. Hm. Komisch, ne? Ich habe 1 und 2, 50 Watt, habe ich richtig gemacht. Hm. Eigenartig. Da hatte ja auch 13, gut, da hatte ich hier 13,17. Naja, Milliohm sind besser geworden. Das ist nächste Runde. Und ich gehe jetzt immer langsam mal mit der Spannung hoch vom MikeTechSeim und lade die meinetwegen auch mal auf 15 Volt. Ich habe mal jetzt bei 14,6, 14,8 habe ich aufgehört. Ja, ich lasse jetzt mal Nacht ruhen, messe die morgen, dann wieder laden. Und was machen wir mal? Ja, 1 bis 2 Ampere. Minimum schreibe ich jetzt mal hin. 17 Volt Minimum, ne? Dass wir da noch ein bisschen drüber kommen. Mal gucken, vielleicht ist jetzt so langsam Schluss, aber ich will noch einen Durchgang geben. Und dann gucken wir weiter. Der Günther Renfseiner läuft auch noch. Naja, der ist aber kalt. Ich denke, da können wir... Ich gucke jetzt noch mal, wir gucken noch mal die Spannung uns an. Wir machen jetzt, es ist heute schon übel spät, 14,6, da wäre ich schon. Hm. Na gut, fast noch 1 Ampere. Den lasse ich einfach mal über Nacht dran. Mal gucken, wie es dann aussieht. Na? Mit der Hoffnung, dass die Ampere runtergehen und das Ding halt ein bisschen mehr Ladung angenommen hat. Ja, und die Ostsee-Bilder von Günter Renf, das machen wir auch morgen. Na? Ich habe bis jetzt noch den Entladetest fertig gemacht und ja, jetzt ist Sensei gepennt. So, wir sind jetzt immer noch bei 800 mA, aber schon bei 14,7. Kann natürlich sein, dass die wirklich einen Klatsch weg hat und gar nicht mehr geht, weil die war die beschissenere von den Beten. Aber, ja, keine Ahnung, 14,7, ich habe es jetzt eine ganze Nacht dran gelassen. Ich würde sagen, wir machen mal den ersten Entladetest.
Und falls es was gebracht hat, kann ich das Ding ja dann mal 2-3 Tage dran lassen und mal gucken, ob die Ampere dann noch fallen. Das sieht aber gut aus hier, Jungs. Guckt mal. 75%, 6,4, 2 Milliohm, 12,8. What? Die sieht doch wieder gut aus. Da bin ich jetzt mal gespannt auf den Entladetest, du. Komm. So, die Nervensäge läuft auch wieder. So, wir gucken nochmal. C-Tech-Ladegerät. Ja. 24 Wattstunden. Also das Nonplusultra der Technik für 80 Euro oder was das Ding kostet. Und gucken wir hier. Wir sind schon bei 26 Wattstunden. Also das heißt, der RMF hier, der selber gebastelte, ich sag jetzt einfach mal für 15 Euro, mit einem Durchgang hat er schon das C-Tech-Ladegerät besiegt. Unfassbar. Also richtig gut, da wird auch nicht warm. Also Günther Renf hier schon mal Daumen nach oben. Ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt hier rauskommt. Ne? Also wenn wir jetzt hier 200-300 Wattstunden rauskriegen, dann ist das Ding Granate, Alter. Ne? Wahnsinn. Ne? Also das, so krass hatte ich das auch noch nicht. Also ich wusste, dass das C-Tech scheiße ist. Das hat auch gegen jeden Renf von mir verloren. Selbst den beschissensten, den ich gebaut habe. Und hier seht ihr das auch noch mal. Ne? Also mega krass. What the fuck. Und da habt ihr das wieder, ne? Wir waren nur verarscht von vorne bis hinten. Und die Dinger hier, die C-Tech, die haben keine Ahnung von nichts, ne? Und das sind aber die Helden unserer Nation, ne? Die keinen Plan haben und durch ihre Unwissenheit die Leute verarschen und sinnlos Batteriebleischrott erzeugen, was überhaupt nicht nötig ist. Aber naja, Kapitalismus, ne? Naja. Ah geil, hier haben wir was Antikapitalistisches. 27, ah, ich freue mich schon gleich dazu. Mal gucken, wie lange es noch dauert. Und aus ist er im Hintergrund, hört er noch die lieblichen Geräusche vom Relais RMF. Ja, 103 Wattstunden beim ersten Durchgang. Das finde ich schon extrem gut. Dafür, dass das C-Tech-Ladegerät so abgekackt hat, ist das schon eine feine Sache, sag ich mal. Ja, stand bei Mytex immer 2,15, war ein bisschen weniger. Ja, RMF, Relais RMF läuft und hier ist schon eingezeichnet, nächster Durchgang vom Mytex. Und jetzt kann ich dann auch mit dem Günther Renf sein, die Nummer 7 wieder bearbeiten. Ich werde mal probieren, ob ich hier einfach ein 19 Volt Netzteil ranklatschen kann, weil es ja nicht warm geworden und so, und ja, dann kann ich immer zwei gleich behandeln. Ich habe nämlich nur ein Labornetzteil. Na gut, bis später.